Jahrelang haben die Notenbanken Geld gedruckt, Geld gedruckt, Geld gedruckt. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Die Inflation ist nicht gestiegen. Also setzte sich die Auffassung durch, ja, du kannst ja Geld drucken, das hat keinerlei Auswirkungen auf die Inflation. Aber das war nur ein Unfall in Zeitlupe, ein Accident waiting to happen, wie die Amerikaner sagen. Ein Unfall, der darauf wartet, dass er dann auch passiert. Und mit Corona und dem Ukraine-Krieg ist er dann passiert. Denn sobald sich dann das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage verschiebt in Richtung Nachfrage und zu wenig Angebot, dann explodiert diese ganze Geschichte, dann hast du diese Ketchup-Inflation, du versuchst lange eine Ketchup-Flasche irgendwie so zu drücken, dass da was rauskommt, es passiert nichts und plötzlich kommt der ganze Schwung raus und das ist jetzt passiert. Und jetzt glauben die Märkte ernsthaft, man würde also das ganze Problem jetzt praktisch schon hinter sich gelassen haben, dass dieses massive Gelddrucken nicht mittellangfristig wirken würde und deswegen die Zinsen ja bald sinken können, weil das Inflationsproblem ja praktisch schon wieder gelöst ist. Nein, das glaube ich nicht und deswegen haben die Märkte eingepreist, dass die Zinsen sinken. Jetzt kommen sie langsam und das ist der Prozess, in dem wir derzeit sind, zur Erkenntnis, naja, vielleicht können die Zinsen doch gar nicht so schnell sinken, weil die Inflation nicht ausreichend sinkt, als dass die Zinsen senken könnten oder die Notenbanken die Zinsen senken könnten. Und das wollen wir uns jetzt in diesem Zusammenhang an diesem US-Feiertag mal anschauen, der wieder mal sozusagen gezeigt hat, dass Europa nicht in der Lage ist, einen eigenen Handel aufzustellen. Hier sehen wir die Entwicklung der Geldmengen M1 bis M3 aus der Eurozone und da könnte man sagen, naja, ungefähr seit der Finanzkrise hat sich das verdoppelt. Das ist das Schema, das wir hier sehen. Jetzt sehen wir so einen kleinen Knick nach unten. Also wir sehen, die Geldmengen steigen nicht mehr. Sie sind ganz leicht dabei schon zu sinken. Gucken wir uns die ganze Geschichte in den USA mal an, dann können wir sehen, seit der Finanzkrise Geldmenge M1 und M2 mehr als verdoppelt. Die Amerikaner haben ja aufgehört, M3 überhaupt zu berechnen oder haben das jedenfalls eingestellt. Warum auch immer, erschließt sich mir nicht. Sei es drum, jedenfalls in den USA noch ein stärkeres Wachstum der Geldmengen seit der Finanzkrise. Mehr als verdoppelt, jeweils M1 und M2. Und dann fragt man sich, naja, warum stürzt denn eigentlich die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession? Nun, weil es Zeit braucht, bis sich diese ganze Liquidität durch das System wälzt, wie Lance Roberts hier richtigerweise sagt, die hat immer noch Effekte, all das, was da passiert ist, hat immer noch Effekte. Und deswegen haben wir zum Beispiel diese starken Einzelhandelsumsätze gesehen, jetzt im Januar mit plus 3,0%. Und hier sehen wir mal, was dieses Gelddrucken letztendlich bewirkt hat. Wir haben hier mal die Einzelhandelsumsätze in den USA, die waren vor Corona so um und bei 450 Milliarden Dollar pro Monat. Dann kam Corona, es ging unter 400 Milliarden, klar, die Leute waren im Lockdown, konnten nicht konsumieren und jetzt sind wir bei 600 Milliarden. Es ging seitdem kontinuierlich auch nach oben, schlichtweg, weil mehr Geld im Umlauf war und weil die Preise gestiegen sind. Also steigen nominal eben diese Einzelhandelsumsätze, haben jetzt im Januar das erste Mal oder wieder mal, das war der bisherige Höchstpunkt, den wir kürzlich erreicht hatten. Im Januar haben wir den wieder neu eingestellt. Über 600 Milliarden Dollar im Monat Januar 2023. Das ist also erheblich mehr als all das, was wir vor der Corona-Krise gesehen haben. Die Corona-Krise war ja nochmal ein Brandbeschleuniger in Sachen Gelddrucken und hat letztendlich dann mit Verzögerung durch das Ungleichgewicht Angebot und Nachfrage, Corona und Ukraine-Krieg, dann zu dieser Inflation geführt. Und diese Inflation, die ist jetzt strukturell. Wir haben nicht nur in vielen Bereichen einen Arbeitskräftemangel, sondern wir haben auch demografisch natürlich ein Riesenthema. Die meisten westlichen Gesellschaften schrumpfen und werden älter. Und wir haben natürlich ein Transformationsproblem in Sachen Energie. Wir haben eine grüne Energiewende, die extrem teuer ist und massiv ineffektiv ist. Wir erreichen dadurch wenig, haben aber massive Kosten, die wir da zu stemmen haben, dazu gleich mehr. Das sind strukturell inflationäre Faktoren, die wir nicht mehr so schnell loskriegen. Das ist
ist so, wenn du dir mal ein Virus reingezogen hast, dann kannst du nicht dieses Virus sofort wieder ausscheiden. Das muss sich dann erstmal durchs System wälzen und seine Auswirkungen haben. Und so wird es auch diesmal sein. Und wir erinnern uns hier, Jerome Powell hat ja lange gesagt, diese Inflation ist transitory, vorübergehend. No, das hat sich schon als falsch herausgestellt. Powell jetzt zuletzt mit der These, wir sind in einem Prozess der Disinflation, stellt sich jetzt gerade als falsch raus. Powell glaubt auch an das Soft Landing der Wirtschaft, wird sich auch als falsch herausstellen. Denn eine so aggressive Straffung der Geldpolitik ist historisch noch nie ohne einen Unfall ausgegangen. Und das ist jetzt genau das Problem, das die Notenbanken haben. Damit du den Geist wieder in die Flasche bringst, musst du so doll auf die Bremse treten, dass irgendwas kaputt geht. Du musst die Nachfrage kaputt schießen, sonst kriegst du dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht mehr hin. Und das ist einer der wesentlichen Treiber neben eben dieser Geldmenge. Jetzt versuchen die Notenbanken diese Geldmengen ja zu reduzieren, indem sie dem System durch Zinsanhebungen, die ja Geld teurer machen, Liquidität zu entziehen und auch ihre Bilanzen zu schmälern. Das ist der Versuch, der ohne Unfall wahrscheinlich nicht vonstatten gehen kann. Und dass die Märkte glauben, A, es würde mit einem Soft Landing, also ohne Unfall passieren, erstens. Und zweitens, das Inflationsproblem hätte sich ganz schnell wieder erledigt. Die Inflation würde sinken. Dementsprechend würden die Notenbanken dann bald die Zinsen senken. Das erschließt sich mir auch nicht. Natürlich wird die Inflation zum Vorjahresmonat sinken, weil schlichtweg die Latte ja immer höher gelegt wurde, unter anderem durch Corona und Ukraine-Krieg. Aber entscheidend ist doch, dass wir seit vielen, vielen Monaten keinen einzigen Monat hatten, etwa in den USA, wo die Inflation rückläufig war. Wir hatten ja kürzlich die Revision des Dezember und November. Dezember war ursprünglich minus 0,1%, jetzt auf plus 0,1% nach oben revidiert. Damit seit zweistelligen Monaten niemals ein Monat, der auch in irgendeiner Form wieder einen Rückschritt bei der Inflation gezeigt hätte. Und das genau ist das große Problem, dass sich jetzt auch wohl in den am Freitag kommenden PCE-Daten zeigen wird, also Personal Consumption Expenditure Daten, die so ein bisschen das reale Kaufverhalten versuchen besser wiederzuspiegeln, ist eigentlich das von der Fed präferierte Inflationskennzeichen. Und hier dürfte es auch wieder nach oben gehen. Sie sehen an der roten Grafik hier, dass das Ganze offenkundig wieder jetzt in einer Welle nach oben geht, dass diese Abwärtswelle vorbei ist. CPI war im Juni in den USA, also die offizielle Headline-Inflation, bei plus 9,1%. Dann ging es nach unten, aber jetzt geht es eben wieder nach oben. Wir sehen eine neue Welle der Inflation. Das preisen jetzt auch die One-Year-Inflation-Expectations ein, also die Swaps, die genau solche Dinge bemessen. Die sind in sehr, sehr kurzer Zeit sehr deutlich gestiegen. Auf aktuell 2,9%. Ende Januar waren wir bei 2,2%. Also das ist schon ein sehr, sehr schneller Prozess, der hier stattfindet. Und schauen wir uns mal hier an, wie die Fed Fund Futures reagieren. Hier preist man eine Wahrscheinlichkeit von 21% jetzt ein für einen 50-Basispunkte-Schritt im März. Vor drei Wochen war die Wahrscheinlichkeit praktisch null. Und jetzt gibt es sogar eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen Ende des Jahres bei 6% liegen werden. Vorher die Wahrscheinlichkeit absolut null. Wir sehen also einen hawkischen Shift in den Erwartungen, eben durch die offenkundig strukturell nachhaltigere Inflation, oder wie soll man sagen, nicht nachhaltig vielleicht, sondern klebrigere Inflation. Du kriegst das irgendwie nicht so richtig los, weil einfach diese Liquidität im System sich nach wie vor breit macht und wabert. Und wir sehen etwa hier auch bei den Fed Fund Futures nochmal eine Verschiebung der Kurve, auch gerade was das Jahr 2024 betrifft. Und das sind jetzt innerhalb eines Monats etwa die Erwartungen für den August 2024 um 100 Basispunkte gestiegen. Das ist in dieser Zeit relativ kurz. Das heißt, man geht davon aus, inzwischen mehr und mehr, dass auch 2024 wir ein Inflationsproblem haben werden, dass das Ganze also sich nicht wirklich sofort in Luft auflösen wird. Und hier sehen wir mal die sogenannte Taylor Rule. Die Fed beachtet das durchaus. Und hier sehen wir die nach Taylor Rule
Das ist praktisch Wirtschaftsleistung und Inflation. Wo müssten da die Zinsen sein? Da müssten die Zinsen knapp unter 10% sein, was sie natürlich nicht sind, sondern wir sind da wohl noch ein Stück weit entfernt von einem, naja, einigermaßen Heranreichen an die Taylor Rule, dass die Leitzinsen wirklich über die Taylor Rule Zinssetzung steigen, ist sehr unwahrscheinlich, aber so ein bisschen rangehen, deswegen sagt Thorsten Slock, ehemals bei der Deutschen Bank, jetzt bei Apollo, da hat die Fed noch einiges zu tun. Und ja, natürlich ist das jetzt eine Situation, wie willst du die lösen? Die Märkte sind komplett an diese Liquidität gewöhnt. Die Amerikaner fügen jeden Tag 5,2 Milliarden Dollar an neuen Schulden hinzu. Und irgendwann musst du damit aufhören. Du kannst nicht praktisch jetzt permanent immer weiter dein Schuldenproblem mit neuen Schulden lösen. Irgendwann ist mal Schluss. Also musst du anfangen, was dagegen zu tun. Jetzt haben die Notenbanken einen Schuss, um die Inflation nach unten zu bringen, um die Inflationserwartungen wieder zu verankern. Und damit also die Leute nicht glauben, dass die Inflation wirklich dauerhaft immer weiter steigt oder hoch bleibt, weil sie dann versuchen, heute sich etwas zu kaufen, weil sie davon ausgehen, dass es morgen schon wieder teurer wird. Irgendwann ist die Grenze erreicht und die Frage ist, wo diese Grenze erreicht ist. Noch machen die Amerikaner weiter. Jetzt ist die Frage konkrete Fed-Politik. Paul hatte, das hatte ich heute Morgen im Videoausblick schon gezeigt, gesagt, auf die Frage, macht die Fed einen Pivot? Sagte er, ihr werdet im FED-Protokoll, das ja am Mittwoch veröffentlicht wird, sehen, wie unsere Erwartung jetzt aussehen wird. Dementsprechend wird dieses FED-Protokoll sehr, sehr wichtig am Mittwoch. Und hier auch mal Aussagen der EZB, Rehn etwa, der sagt, wir werden die Zinsen wohl über den März hinaus weiter anheben. Der März, da wird ja wohl eine 50 Basispunkte Anhebung nochmal kommen. In der Eurozone, also es ist nicht nur die USA, es ist auch Europa natürlich, weil wir hier gesehen haben, dass die Geldmengen auch deutlich gestiegen sind. Die Märkte hatten darauf spekuliert, dass die Zinsen bald sinken, doch es könnte ganz anders kommen. Und genau das ist das Risiko, was jetzt aus meiner Sicht in den Märkten ist. Wir sehen Israel zum Beispiel, jetzt kein großer Währungsraum sicherlich, aber auch da die Inflation zuletzt viel höher als erwartet. Jetzt hat die Notenbank heute von Israel, der Bank of Israel hat heute die Zinsen um ein 0,5% angehoben. Die Märkte hatten eigentlich nur mit 0,25% erwartet oder mit 0,25% gerechnet. Also man sieht, das ist durchaus ein internationales Phänomen. Und jetzt gucken wir uns mal die Bewertungen an, respektive das an, was eigentlich an Wachstum, Gewinnwachstum bei den Unternehmen der Fall ist. Und wir sehen dieses Gewinnwachstum, das ist sogar knapp unter Null gefallen. Das heißt, die Gewinne steigen nicht mehr, wachsen nicht mehr. Und normalerweise hatten wir das jetzt fünfmal seit dem Jahr 2000 und jedes Mal sind die Aktienkurse dann gefallen, weil sich eben die Aktienmärkte der veränderten Situation anpassen und ihre Bewertungsmaßstäbe wieder ändern. Man sieht, boah, da kommt jetzt irgendwie nicht mehr etwas nach oben bei den Gewinnen der Unternehmen. Dementsprechend stellt sich die Bewertungsfrage dieser Unternehmen und hier sehen wir unten mal, die sind jetzt durchaus ziemlich sportlich bewertet, die Aktienmärkte in den USA. Ich spreche hier meistens und fast ausschließlich von den USA, um das nochmal klar zu machen. Und oben im Chart sehen wir jetzt, dass Cash halten in etwa genauso viel bringt wie die Earnings Yield im S&P 500. Das heißt, ich kann vergleichsweise risikofrei eine sechsmonatige US-Staatsanleihe für 5% erwerben. Was mit den Aktien ist, weiß ich nicht. Das kann noch besser laufen, aber es kann eben auch viel schlechter laufen. Und in dieser Situation, in der jetzt eigentlich klar wird, dass die Zinsen nicht so schnell sinken können, dass die Inflation dauerhafter und struktureller ist. Da sehen wir, dass FOMO plötzlich wieder komplett einsetzt. Wir sehen, dass massiv hier Retail-Investoren 1,5 Milliarden Dollar pro Tag, nämlich amerikanische, in Aktien investiert haben. Auch CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter, die sind meistens prozyklisch unterwegs. Die mussten reagieren auf die steigenden Aktienkurse. Wenn es jetzt noch weiter nach oben geht, dann werden die weiter zukaufen müssen. Allerdings nur 5,8 Milliarden Dollar nach Schätzungen von Goldman Sachs. Dagegen, wenn es deutlich nach unten geht, müssen sie 217 Milliarden Dollar verkaufen oder im Volumen von über 200 Milliarden Dollar verkaufen. Abschließend noch nach Deutschland, meine Damen und Herren. Jetzt erwartet auch die Bundesbank eine Rezession, wenngleich ein Rezessionchen.
mit 0,2%. Man hat heute seitens der Bundesbank gesagt, die Immobilienmärkte, vor allem in Großstädten, sind nach wie vor massiv überbewertet. Und jetzt kommt eben diese Geschichte noch dazu. Strukturelle Inflation durch grüne Energiewende. Jetzt mal Beispiel eine Windturbine. Was die alles braucht an Tonnen Aluminium, Kupfer, Stahl und seltenen Erden. Eine solche Windturbine hält etwa 10 bis 20 Jahre. Und was passiert dann? Man vergräbt sie, weil sie ist absoluter Sondermüll. Das kannst du nicht mehr abbauen. Das ist etwas, was du einfach nur noch in die Erde packen kannst, wie eben praktisch Brennstäbe, Atombrennstäbe. Das muss man sich mal vorstellen. Ist umweltpolitisch eigentlich eine absolute Katastrophe. Ist eben alles andere als jetzt wirklich CO2-neutral oder irgendwie würde kein CO2 hier verursacht werden. Naja, wenn das Ding mal läuft, dann geht das. Aber vor allem der Produktionsprozess, der Abbauprozess, was alles erforderlich ist. Und man sollte sich einfach nicht in die Tasche lügen und sagen, oh, das ist doch alles super sauber. Nein, es ist nicht sauber. Seid doch mal ehrlich und erkennt die Realität an. Es ist mir ein Rätsel, wie man das irgendwie ignorieren kann. Deutschlands großer Sprung nach vorne sehen wir hier in Anspielung an Mao, der auch einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, der dann viele Millionen Menschen letztendlich das Leben gekostet hat, die verhungert sind, weil da auch Ideologie über Realität gesiegt hat. Und in Sachen Immobilien hier nochmal Baufinanzierungen mit minus 65% in einem Quartal. Glaube ich, der größte Absturz, den es jemals gab. Warum? Weil die Zinsen eben steigen, weil klar wird, das ist jetzt keine Eintagsfliege, dass wir ein verändertes Zinsumfeld haben. Aber besonders betroffen auch Büros, Einkaufszentren. Das ist dann gerade bei Immobilienfonds ein Riesenthema, spricht kaum einer drüber. Aber es gibt ja schon erste Fonds, die sagen, wir akzeptieren keine Geldabflüsse mehr in den USA. Und dementsprechend lauern da natürlich gewisse Risiken. Ich will in diesem Artikel Baufinanzierungen als ersten Artikel empfehlen. Und zweiter Artikel, herbe Verluste jetzt auch für die Notenbanken, nicht nur für die Banken. Denn die Notenbanken haben massiv Staatsanleihen gekauft, die Bundesbank. Bank zum Beispiel auf Geheiß der EZB und jetzt sind die Zinsen gestiegen. Das heißt, die Kurse der Anleihen sind gefallen und das muss irgendwann verbucht werden. Und da werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich von der EZB eine wunderschöne Verlustrechnung bekommen, was das alles gekostet hat. Wenn du praktisch über den Durst säufst und das ziemlich lange machst, dann meldet sich irgendwann die Leber und sagte, ihr habt mich ein bisschen überfordert. Alles hat seinen Preis. Das also die zweite Empfehlung. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sag Servus und Ciao.